Hello Friends, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ich habe mich ganz, ganz lange nicht gemeldet und ich finde es ganz schlimm. Deswegen bin ich jetzt wieder back. Wir haben heute Freitag und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil es jetzt zur Arbeit geht. Und dann ist endlich Wochenende. Woo! Ja, mein Concealer ist viel zu dunkel für mein Gesicht, aber ist mir jetzt egal. Deswegen beginnen wir jetzt einfach so los. Und ja, ich muss euch wirklich, glaube ich, erstmal updaten. Ich habe nämlich einen Nasenring einfach gemacht, Leute. Am I crazy or what? Ja, mein Plan ist, da einen Ring reinzumachen. Und ich sag euch ehrlich, ich hatte eine Identitätskrise damit. Ich habe dreimal beim Piercer angerufen und war auch schon ein paar Mal da und wollte es einfach raus haben, weil es sieht halt aus wie ein schwarzer Punkt. Aber es ist einfach so ein silberner Punkt. Und ja, da soll ein Ring dann irgendwann mal drin wohnen. Und genau, das ist der Plan. Wirklich, ich muss mich jetzt echt fix beeilen. Aber ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal was hochgeladen habe. Es ist schon wirklich gefühlt Wochen und Monate her, gefühlt ein halbes Jahr. Und ich fühle mich schlecht deswegen, wirklich. Es tut mir wirklich leid. Ja, aber ihr könnt trotzdem auch immer auf Instagram oder TikTok vorbeischauen. Da geht es natürlich richtig rund immer. Aber ich sag euch ehrlich, ich hatte einfach keine Zeit. Es hört sich richtig dumm an, aber wirklich, there was no time. Also, nee. Auch wenn ich es wollte. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann flitzen wir zu Work. Ich zeige euch dann noch mein Outfit. Und später, heute ist extra, Leute. Ich habe extra für euch einen Chill-Freitag eingelegt, weil ich euch einfach mal wieder ein bisschen updaten möchte und einfach mal, ne, mal wieder ein bisschen so mehr ins YouTube-Game reingehen will. Ganz wichtig. Alexa, wie viel Uhr haben wir? Boah, easy. Leute, ich mache mir da jetzt so eine Paprika-Chili-Creme drauf. Keine Ahnung, ob die schmeckt, aber riecht echt ganz geil. Aber es riecht wie diese Auberginen-Creme, not gonna lie. Ich habe mir nämlich gestern eine Brotbox gekauft. Ich habe das die ganze Zeit in Alufolie eingewickelt, wie so eine einfach Kack-Umweltmensch, Alter. Deswegen freue ich mich heute endlich mal, so eine kleine Box dabei zu haben. Leute, ihr checkt nicht, wie glücklich mich dieser Anblick dieser rosanen Box macht. Dann noch mit einem Ei da drin. Also, I can't. I cannot. Ich trinke jetzt noch schnell einen Kaffee und dann geht's los. Okay, Friends, das Fit heute ist wirklich so cozy. Huch, ich stehe auf irgendwas drauf. Ups. Yes, that's it. Also wirklich super, super low und entspannt, because it's Friday. So, Leute, ich bin jetzt auf dem Weg. Genau, eine Sekunde, bevor ich gerade rausgegangen bin. Habe ich meine Tage bekommen, wir lieben das. Und ich habe einfach nichts in meiner Wohnung. So Leute, ich bin jetzt im Office. Woo! Und ich war noch schnell Erdbeeren einkaufen. Und habe mir einen Joghurt gemacht. Melly in the back. Brecki. Mm. Boah, die sind voll gut, sage ich dir. Geil. Leute, ich bereite mir jetzt meinen Lunch vor. Später wird noch fett gekocht, keine Sorge, ne? Das ist das Ei. Leute, Melly hat mir ihre Teriyaki-Tasche gegeben in Vegan. Wir probieren. Vegan. Streichwerte. Ist gut? Schmeckt ja einfach an wie Sushi. Leute, wir haben 18 Uhr. Heimwärts geht's. Yeah! Ich bin so müde und ich habe so Krämpfe, dass ich mich einfach freue, mich hinzulegen. Ich bin ganz ehrlich mit euch und ich habe Bock, meine Nudeln zu fressen. Genau, eine Pizzli in den Ofen zu schmeißen, weil ich glaube, ich bin zu voll fürs Kochen. Not gonna lie. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin irgendwie gar nicht fit heute. Also wirklich, ich fühle mich gar nicht gut, actually. Ich denke, ich werde heute auch eine Night-In machen. Perfekt, wenn ich einmal vloggen will, dann fühle ich mich irgendwie ein Stück scheiße. Aber ja, ich habe jetzt noch so Backmischung für Brownies geholt. Das ist zwar super simpel, aber ich finde das mega lecker. Mache ich Luca noch für Brownies und dann habe ich noch ein paar andere Sachen geholt. Ich mache mir jetzt eine Pizzli in den Ofen, habe ich richtig Bock drauf.
Und da muss ich noch sein Geschenk fertigstellen. Ich habe nämlich ein Fotoalbum gemacht und da fehlt auch die Hälfte von den Karten mit den Sachen, die ich beschriften will. Also so kleine Sätze und so ein Kram. Das muss ich noch machen und ja, dann lege ich mich in die Falle, weil ich habe so schlimme Period Cramps, dass ich heulen könnte. Und ich finde es mega kacke, weil ich weiß, heute wird ein nicer Abend bei meinen Friends, aber ich bin nicht dabei. But that's okay. Woohoo. Lecky, da drin ist sie. Leute, sorry, das dreck ich. Ja, ups. Schaut mal, ich bin hier gerade dabei, noch weiter zu machen und guck mir währenddessen einen Film an. Yep. Was ist los? Warum bist du nicht hier? Vielleicht gehe ich dann doch noch mal zur Bar, weil gerade geht es mir ein bisschen besser, aber we will see. Und guck mal, ich habe so richtig wilde Kerzen geholt für den Kuchen. Love it. Lass den Scheiß, ja? Nein, du lässt den Scheiß. Steig aus dem Wagen und geh da rein. Und wenn wir zusammenbrechen, das wäre deine Chance. Die Pizzli ist fertig, lecky. Okay Leute, ich habe mich jetzt aufgerappelt und fertig gemacht, weil ich jetzt doch noch mit meinen Freunden weggehe, weil ich konnte einfach nicht hier rumsitzen. Red Flag, das ist mein Outfit. Sieht irgendwie voll, weiß ich nicht. Ja, nicht so aus, als ob ich jetzt rausgehe zum Feiern oder so, aber es ist okay. Ja, ich habe noch gar nicht mal Make-up frisch gemacht, bin irgendwie voll unzufrieden, aber wir gehen jetzt. Woo! Guten Morgen, Freunde. Ich war jetzt tatsächlich gestern noch richtig lange unterwegs. Ich weiß nicht, auf einmal, Leute, wirklich total verrückt. Ich hatte so eine Motivation an den Tag gelegt. Ich weiß nicht, wo die herkam. Not gonna lie, es war mir auch ein Rätsel. Ich schenke mir jetzt erstmal Saft ein. Heute hat ja Luca Geburtstag. Und Leute, ich kann nicht backen, aber ich will ja jetzt noch einen Kuchen backen. Und ich muss mich voll ranhalten. Ich konnte auch gar nicht lang schlafen, weil ich muss das noch alles fertig bekommen. Ja, das wird jetzt stressig. Ich habe einen Kater, aber let's go. Ich muss jetzt erstmal hier zu Ende basteln. Ich mache mir jetzt fette Mucke an und dann geht's ab. Und später kommt dann Casey und wir gehen zusammen zum Geburtstag. Ich sehe aus. Ach du Scheiße. Und ja, das ist der Plan. Woo! Ich bin so produktiv. Wirklich alles voll und ich freue mich gerade so. Ich bin richtig stolz drauf. Wirklich, ich habe sehr, sehr viel Arbeit und Liebe da reingesteckt und ich finde es total schön geworden. Bin ich mal gespannt, was er dazu sagt, Leute. Ich sitze hier wirklich in einer Mess. Wir haben jetzt 12 Uhr, also 10 vor 12. Ich muss jetzt gleich mal was frühstücken. Ich melde mich dann, ne? Ich mache mich dann nämlich so langsam fertig und dann kommt die Casey und dann gehen wir, fahren wir zusammen dahin. Und ja. Ja, gestern war ich ja mit Zoe, Jona, Luisa und Asia unterwegs. Und wirklich, es war richtig, richtig schön. Also wir kommen ja alle aus Wiesbaden. Einfach die ganzen Friends mal wieder zu sehen, zu quatschen, das war super witzig. Und ja, ich hatte einen richtig guten Abend, aber auch einen sehr langen für meine Verhältnisse. So, ich habe mir jetzt ein Frühstück gemacht und einen Kaffee und gucke jetzt noch irgendwie was Kleines auf Netflix. Bevor ich mich dann fertig mache, fürs Backen fehlt mir ein Ei, das bringt Casey dann mit. Ups. Ja, hier sieht es gerade so aus. Wirklich katastrophal. Da muss ich gleich noch eine Karte schreiben. Aber das Wetter ist heute so perfekt. Also es hätte wirklich nicht schöner sein können, glaube ich. Wir feiern nämlich im Park. Ja, wirklich gorgeous and beautiful. Gut, ne? Okay, Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe heute mal blaue Kontaktlinsen drin. Because why not? Ich habe da irgendwie Bock drauf heute. So sehen die aus. Ja, das ist mein Outfit. Ich habe so ein Oberteil an, das man so bindet. Und dann meine Atari Jeans und diese Jacke, Tasche. Und ja, ich muss jetzt noch das Geschenk einpacken und den Kuchen fertig machen. Dann geht's los. Yay. Bitte denk nicht, dass ich irre bin, weil ich Kontaktlinsen trage. Leute, wir backen jetzt. Ist jetzt ein bisschen auf dem letzten Drücker, aber ich habe jetzt leider auch keine andere Wahl, weil ich hatte halt echt keine Zeit. Wenn das
250 Cent. Ich bin so lost. Aber egal. This is so professional. I can't believe it. So sieht's aus. Ich denke, es Lukas, so eine Freundin, die macht so richtig professionelle Torten. Deswegen nehme ich das jetzt selber eher als ein Witz wahr, was ich hier mache. Aber at least I tried, ne? This doesn't feel right. Oh, da soll noch Wasser rein. Sieht jetzt irgendwie gar nicht gut aus. Leute! Rein geht's! Scheiße. Boah, ich weiß gar nicht, ist das nicht zu viel? Nein, das ist safe. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Ein bisschen flüssig. Aber hast du so eine Schabe? Das ist Casey. Komm. Die ungefähr alles mir mitgebracht hat, was ich brauche. Das ist aber gut umgerührt hier. Oh, okay. Das war einfach noch so Pulver da unten. Nein, das schmeckt besser so. Ups. Toll. Hey, sie hat sich mit dem Dyson die Haare gemacht. Generell war sie beim Friseur. Ich finde, es sieht fucking awesome aus. Da. Auf einmal waren die Haare. Hey, du siehst so geil gerade aus. Jetzt mal ohne Spaß. Oh, danke, auf. Wow! Okay, wir backen das jetzt ein bisschen. In der Zeit packe ich ein und dann müssen wir auch demnächst mal los, ne? Wir sind jetzt noch Blumen shoppen. Habe ich den Kuchen schon gezeigt? Aber, wir sind jetzt bei Lukis Birthday. Wir freuen uns. Wo ist er denn? Irgendwo da. Good morning, guys. Wir haben gerade Sonntag. Gestern war ja der Geburtstag von Luca. Und wir waren da im Park und es war ein richtig, richtig schöner Tag. Also es hat wirklich total Spaß gemacht. Genau. Da waren alle seine Freunde. Seine Freunde sind, by the way, alle auch so toll. Also wirklich, ist total krass. Irgendwie fällt mir aber immer auf, so gute Menschen, Menschen, die ich so liebe, wisst ihr, die haben dann, also einfach weil die so toll sind, haben die dann auch einfach nur tolle Freunde, so, ne? Makes sense. Aber ja, es war wirklich richtig, richtig schön. Und dann war ich danach noch bei Casey, weil wir hatten noch überlegt, feiern zu gehen. Aber wir waren dann so unglaublich müde, dass wir uns dann dagegen entschieden haben. Und genau, jetzt mache ich mich ready, weil ich zum Brunch verabredet bin mit Freunden, also mit denen, die aus Wiesbaden gerade hier sind. Und genau, wir gehen in Friedrichshain zu so einem, warte mal, ich kann euch mal kurz sagen, wie das heißt. Es ist nämlich so lecker. Ich war da letztes Mal mit Anni. CB Coffee Roasters. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber das ist total geil. Ich mache gerade Sonnencreme drauf und wirklich, ich liebe die. Die ist von Jean and Len und die macht auch so einen richtigen Glow. Also ich finde, das ist also erstens super gut für eure Haut und zweitens, also wirklich einfach so nice and glow. I love it. Und heute ist das Wetter auch voll geil. Leute, die nächsten Tage soll es auch einfach so heiß werden. Also wirklich. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich sag euch ehrlich, ich habe schon so ein bisschen irgendwie gestruggelt mit der, mit der Tatsache, dass es jetzt Sommer wird, weil ich einfach in viele Sachen nicht mehr so reinpasse. Ja, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt mittlerweile an so einem Punkt, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich kann tragen, was ich will. Ich muss keinem Menschen auf dieser Welt gefallen. Wirklich keinem. Und es ist einfach das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle. Aber ich habe mich halt oft selber in Sachen auch nicht wohlgefühlt. Also unabhängig jetzt auch von anderen Menschen. Deswegen, das war nicht so nice. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, wisst ihr, ich finde irgendwie so Sommersachen, ich fühle mich da immer so uncool drin einfach. Ich finde, es gibt einfach nicht so nice Sachen, weil ich mag einfach nicht so diese girly Sachen, wisst ihr, sondern eher so diese casual Dinger. Aber die Dinger, die man da halt anziehen kann, das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil ich halt nicht ohne BH rausgehen kann, Leute, wirklich. Also ich könnte es machen, aber ich fände es super unangenehm wegen Schweiß und allem. Also da gibt es tausend Sachen, die dagegen sprechen. Also einfach so praktisch, ach, ihr wisst, was ich meine. Ist einfach unpraktisch dann. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt ja auch super, super lang irgendwie nicht gemeldet. Und das hatte ehrlich gesagt gar keinen bestimmten Grund, außer dass ich wirklich einfach keine Zeit habe. Also ich arbeite ja, wie gesagt, hier gerade 40 Stunden die Woche, manchmal mehr, manchmal weniger. Und bin dann, wenn ich Zeit habe, noch auf Events unterwegs oder treffe halt Freunde. Und
da sind meine Gedanken dann irgendwie nicht so krass so, okay, das vlogge ich jetzt mit. Also ich meine, das wäre total schön, wenn es so wäre. Warte mal, ich hoffe, man sieht mich überhaupt gerade die ganze Zeit. Mein Punkt ist halt irgendwie immer, dass ich die Zeit auch genießen will und dann auch irgendwie mal abschalten will vom Kopf her. Ich bin hier auch ehrlich gesagt viel feiern. Und dann bietet sich das einfach nicht so an. Aber so, ich möchte es jetzt so ein bisschen ändern, so ein bisschen so ein Gleichgewicht reinbringen. Übrigens, ich liebe den Concealer von Essence. Der ist so unglaublich geil. Ihr könnt es ja selber sehen. Der passt perfekt zu meinem Hautton. Ich werde schon lange nicht mehr im Solarium und ich glaube, ich mache es auch nicht mehr. Okay, maybe mache ich es doch noch, aber ich war letztens bei so einem Hautscreening und da kann man sehen, was für Hautzellen zerstört sind. Also was heißt zerstört, aber welche DNA verändert wurde durch die ganze Sonneneinstrahlung, wenn man sich nicht eincremt. Und Leute, das sah nicht so gut aus. Also ich bin einfach noch nie der Mensch gewesen, der sich so krass eingecremt hat. Das ist ja halt immer mal so ein bisschen, aber nicht genug. Und ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall, wenn ich irgendwie in die Sonne gehe, echt immer Sonnencreme nutzen, weil Leute, das ist so wichtig. Und kennt ihr die Leute, die, es sind glaube ich eher so ältere Frauen und Männer, die so sehr dolle so Pigmentflecken haben? Das ist halt die veränderte DNA, die dann hochkommt und die dann auch zu Hautkrebs werden kann. Also es war sehr interessant, was ich da alles erfahren habe, auch wenn ich ein paar Sachen einfach gar nicht wissen wollte, not gonna lie. Naja, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich bin sehr viel unterwegs. Ich bin auch auf sehr, sehr vielen Events hier. Das ist wirklich Berlin Hotspot für Events. Oh Gott, das war jetzt irgendwie ein bisschen viel. Auf jeden Fall ist es so toll. Also wirklich, ich liebe es. Klar, manchmal bin ich auch ehrlich gesagt viel zu fertig für die ganze Eventszene hier. Aber im Endeffekt wirklich ist es so ein Privileg, was ich dadurch alles erleben kann und was für Leute ich kennenlernen darf. Und es ist wirklich richtig, richtig toll grundsätzlich. Ich finde es so schön, wie vielen Menschen ich hier begegne und wie unterschiedlich auch alle sind. Und ich liebe es einfach, wie man in den Kontakt zu allen kommt. Also wirklich richtig, richtig toll. Wie man merkt, ich bin wirklich sehr, sehr happy hier. Also am liebsten würde ich gar nicht mehr zurück nach Wiesbaden ziehen, sage ich euch ganz ehrlich. Karten auf den Tisch. Aber ja, ich will meinen Bachelor dann in Wiesbaden halt schon noch fertig machen. Sonst hätte das hier alles auch gar keinen Sinn. Ich sag, wie es ist. Aber ich sehe mich danach auf jeden Fall wieder herziehen. Also nicht für immer, obviously, aber für eine bestimmte Zeit einfach. Weil auch einfach die Leute, die ich jetzt hier habe, so, es ist so toll. Wirklich, ich fühle mich einfach super, super wohl. Wie man vielleicht merkt. Genau. Dann gibt es noch irgendwas? Ja, ich war ja zu Hause auf dem Schlossgrabenfest. Das war actually sehr cool. Habe ich auch sogar ein paar angesprochen. Voll süß. Also da habe ich mich richtig drüber gefreut. Aber da gab es auch so eine Situation, da dachte ich mir echt so, Alter, wir hatten euch ins Hirn geschissen. Ist das ein Baby gewesen gerade? Also ich finde wirklich, erstmal, ich finde mich selber einfach nicht krass. Wisst ihr, was ich meine? So, ich mag mich, ich liebe mich selber, ist klar so. Aber da war so eine, ich glaube, die waren schon noch ein bisschen jünger. Die haben so rumgeschrien, als sie mich gesehen haben. Und ich dachte mir so, what's going on? Und dann habe ich mich super unwohl gefühlt, weil die mit dem Finger so auf mich gezeigt haben. Und ich stand da nur so, ich dachte mir so, hallo. Und habe ich nur angegafft und mein TikTok so, ich habe so meine TikTok-Videos auf deren Handys gesehen. Das waren locker 6 Leute. Und sowas finde ich irgendwie uncool. So, du kannst ja einfach was sagen. So, weißt du, was ich meine? So, das lässt mich nicht wohlfühlen. Ja, naja. Egal. Jetzt kommt mein anderes Favorite Product. Wirklich für den Sommer einfach ein Must-Have, Mädels und Jungs. Das ist hier dieser Pillow. Nee, der heißt gar nicht Pillow Talk, Leute, sorry. Der Pink Gasm von Charlotte Tilbury. I love it. Leute, irgendwann muss ich auch nochmal so ein Storytime machen, was so an der Typenfront abgegangen ist. Ja, aber ich weiß noch nicht. Die Zeit ist noch nicht reif. Also mache ich dann, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, in 1-2 Monaten oder so, weil ich habe a lot hotel, Leute, wirklich a lot hotel. Übrigens, wenn ich nicht so viel YouTube mache, dann lade ich meistens sehr viele TikToks hoch, wo ich auch so Storytimes und so hochlade. Also falls euch das interessiert, da habe ich ein paar Dating-Storytimes. Dann könnt ihr da mal gern vorbeischauen. TikTok ist eigentlich Sturm. Irgendwie auf TikTok ist es halt einfach weniger Aufwand so. Und ich finde es irgendwie voll schade, weil ich liebe YouTube. YouTube ist so mein Kind. Aber ja. Es wird aber crazy Content kommen. Und zwar fliege ich nächste Woche nach Irland. Zusammen mit anderen Influencern. Weil wir da aufs Harry Styles Konzert gehen. Ey!
Wirklich, ich freue mich so abnormal. Das wird, glaube ich, so unglaublich geil. Und zwar fliege ich mit meinem Management und mit Dina. Mit ihr hatte ich auch letztens mal so ein Shooting. Das war richtig cool. Und dann kommt noch Bobby mit. Lukas, by the way, auch dabei. Bobby Lies. Er macht Musik. Love Gang. Und genau, ich glaube, das wird eine sehr nice Zeit. Ich habe da richtig Bock drauf. Vor allem einfach so Irland. That's irgendwie random, aber auch geil. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Und dann gehe ich gleich die Post ab. Ich zeige euch dann mein Outfit. Es ist echt nichts Spannendes. Es ist eher so basic, aber ja. Okay, Leute, ich bin jetzt ready to go. Kleiner Fit-Check. Bei mir ist gerade richtig unordentlich wegen gestern. I'm sorry. Aber das ist mein Outfit. Ich hoffe, man sieht mich gut. Die Hose ist von Monkey, die mag ich richtig gerne. Die ist einfach so richtig flowy, richtig schön. Und dann das Oberteil ist von New Yorker. Also alles on a budget. Die Tasche ist von Otto. Auch echt günstig. Okay, Leute, let's go. Das Wetter ist heute so schön, wirklich. Es macht mich total glücklich. Deswegen Sonnenbrille auf. Und raus geht's. Ich freue mich total, weil dieses Essen da ist so geil. Ich hatte ja letztens so ein Avocado-Brot und das ist total wild. Let's go. Schaut euch mal das Wetter an. Total toll. Leute, wir sind jetzt hier beim Breakfast-Spot. Wiesbaden ist wieder vereint. Hier haben wir Luisa, Casey, Jona und Franzi. Die waren gestern beim Spiel. Leider ist verloren gewesen, aber... Wir essen jetzt Avocado-Toast. Aber wenn wir noch auf dem Klo machen. Leute, gönnt euch das Essen, oder? Das war, also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Yeah! Leute, ich habe noch ein Aperol geschlürft. Das war total toll. Ich finde, du solltest den kaufen. Das ist ja, falsch. Ja, bitte. Stimmt mal in den Kommentaren ab. Mensch, hat ja alle süß. Leute, wir waren auf einem Flohmarkt. Ich habe mir eine Tasche geholt, die sieht ein bisschen aus wie die, nur in Chickies. Looks amazing. Good morning, guys. Wir haben Montag. Woohoo! Ich bin richtig müde, wie man mir ansieht. Aber ja, ich bin jetzt auf dem Weg schon ins Office. Das ist der Fit. Ich kann euch mal kurz einen Blick zeigen. Ich habe einfach, wie heute werden es wirklich, Leute, 27 Grad. Dafür bin ich überhaupt nicht bereit. Aber ja, deswegen habe ich so eine flowy Hose angezogen und dann so ein ganz normales Top mit so einem Sportsbra wie immer. Weil, Junge, wirklich Sommer und ich, schwierig. Wirklich, ich hasse ja Schwitzen. Ich weiß nicht, welcher Mensch deswegen den Sommer mag, aber ja, deswegen, let's go to the office. Woo. So, ich schmier mir jetzt noch flott ein Brötchen, also ein Brot. Und mach mir einen Kaffee, denn sonst überlebe ich den Tag nicht. Oh scheiße, da waren Erdbeeren drin. Das ist irgendwie nicht so lecker. Okay, die nehme ich einfach auch mit. Ich hoffe, man sieht was. Ich packe jetzt hier schnell mein Futter ein und dann, Leute, habe ich auch schon wieder gar keine Zeit mehr. Love it. Leute, diese Tasche ist einfach so eine Gottesgebung. Guck mal, wie viel da reinpasst. Da ist jetzt einfach so eine komplette Brotdose drin und die ist trotzdem klein. So, what the fuck, I love it. Ich weiß auch nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber ich bin gerade einfach im Gym. Kinda weird. Ich trainiere jetzt Beine und Po. Wir sehen uns danach. Yeah. Jungs, ich bin wirklich barely alive. Also jetzt mal ehrlich, ich bin auch so blass gerade. Ich sehe einfach gar nicht aus wie ich selber. Auf jeden Fall, das war das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Woo! Ich glaube, was habe ich denn alles gemacht? Ich habe Hip Thrusts gemacht, also erstmal laufe ich mich immer so warm. Dann habe ich rumänisches Kreuzheben gemacht, das war ganz gut. Wie nennt man diese, wo man sich so reinstellt und so Dinge auf den Schultern hat und dann ins Quad geht. Aber das ist so eine Maschine, das ist voll nice, weil du kannst so weit runter, dass dir wirklich so krank im Arsch brennt. Das war geil. Und dann habe ich noch Beinpresse gemacht und dann, wie nennt man das? Da, wo du so austrittst. Ich weiß gar nichts. Ich sag euch ehrlich, ich bin so tot. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Bin da direkt nach der Arbeit dahin.
Und das ist halt scheiße, weil das Ding ist so, ich esse halt abends immer so was Warmes, beziehungsweise ich mag das halt zu Hause zu Abend zu essen. Deswegen mache ich das immer nach der Arbeit. Aber ich arbeite halt bis 18 Uhr und dann snacke ich halt den ganzen Tag. Aber dann davon bin ich halt nicht richtig satt, so sag ich mal. Aber ich warte dann halt, bis ich daheim bin. Aber wenn ich jetzt direkt nach der Arbeit zum Sport gehe, das kann ich leider nicht machen. Das ist mir heute aufgefallen, das geht nicht. Übrigens, alles, was ich im Gym mache, ist abgeguckt von meiner Schwester. Die ist ja eine richtige Gym-Maus. Leute, ich animiere die ganze Zeit schon dazu, dass sie TikTok anfangen soll, weil die einfach so viel Wissen und Ahnung hat und so eine Ästhetik hat. Wisst ihr, die sieht so fucking geil aus. Deswegen, wir müssen die dazu überreden. Aber ja, ich glaube, sie muss sich noch ein bisschen selber dazu animieren. Sorry, dass man mich nicht richtig sieht, aber ich sag mal so, man will es auch nicht. Ja, ich werde mir jetzt was zum Abendessen kochen. Ja, gerade beim Einkaufen dachte ich echt, meine letzte Stunde hat geschlagen. Weil Leute, erinnert ihr euch noch, dass ich auf dem Luciano-Konzert einfach umgekippt bin? Die Vibes hatte ich eben gerade beim Einkaufen. Vielleicht kommt Chrissy noch vorbei, ich würde mich darüber freuen. Oh Gott, mir ist so schlecht. Mir geht's irgendwie gerade gar nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Leute, ich habe euch noch gar nicht mein neues Tattoo gezeigt, mein neuestes. Sieht man's? Seht ihr's? Das ist ein Vogel, sieht gerade super, super riesig aus. Aber ja, ich war bei Atelier 14, bei Nick. So sieht's aus. So, da steht dann niemals. Und ja, das andere, das ist halt leider einfach weg. Also es hat sich einfach verdünnisiert. Aber ja, Leute, let's go. Guys, das Wetter ist so schön heute gewesen. Seht ihr das? Der Himmel looks so pretty. Und genau, meine Nudeln kochen gerade. Und Casey kommt jetzt noch vorbei, ich freue mich voll. Ich habe gerade richtig viele Nachbarn hier gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin irgendwie immer die Einzige, die draußen ist. Ich liebe den Vibe irgendwie. Ich bin gerade mit Dina ein bisschen am Plan, was wir anziehen. Auf dem Harry Styles Konzert. Ja. Yeah. Ich freue mich voll. Ich freue mich. Am Freitag geht es nämlich nach Irland. Ja, mal sehen. Leute, ich weiß nicht, was ich essen soll für eine Soße. Ich wollte eigentlich eine eigene machen. Aber dann dachte ich, ich kippe um. Deswegen habe ich beim Einkaufen aber schnell eine gegriffen. Deswegen Arrabbiata oder lieber Pesto. I don't know. Das T-Shirt habe ich mir heute by the way gekauft bei Weekday. It's basic, but I like it. Und ich habe... Boah, Digga, kann diese Kirche mal wirklich Ruhe geben? Ich habe mir eine super bequeme Biker-Shorts geholt. Und die schneidet auch nicht wirklich an. Vielleicht ein bisschen, aber I love it. Die ist auch von Weekday. Also wirklich mega. Oh mein Gott, guys, ich gucke gerade das Video von Kyla, wo sie über Rammstein redet. Alena Makeva angesprochen und gefragt, ob ich zur Afterparty mitkommen will. Was danach passiert ist, war sehr beängstigend. Drogen gesetzt, ist mit blauen Flecken so und Drogenspuren an ihrem ganzen Körper auf. Hi, mein Name ist Casey. Ich nehme euch jetzt ein bisschen mit, wie ich nach Hause gehe. Erster Schritt, Bier-Echsen ist schon passiert. Zweiter Schritt, Mut zusammenfassen, ja. Hier seht ihr nach draußen. Das ist ein weiter Weg. Naja, wir sehen uns, ja. Okay. Ciao. Und tschüss. Leute, ihr müsst wissen, wirklich jeden Abend, wenn uns langweilig ist, wir chillen so jeden Abend einfach. Dann labern wir über so eine kranke Scheiße. Guck mal bitte, wie geil dieses Outfit ist. Okay, Leute. My Outfit. Hose. You look so good. Geschenk von Anni. Oh ja. Tasche. Flohmarkt. Top. Ich weiß es nicht. Sexy. H&M. Hä, voll geil. Slay. It's a look. Slay. Slay, bitch. Willst du mein Vlogende machen so? Ja, was muss ich da machen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay, einfach nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Okay. Hi, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hi, Leute. Du musst sagen Tschüss, Leute. Warte nochmal, Leute. Ciao, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch. Schaltet bald wieder ein, wenn wir wieder abends Shenanigans einem Despo uns gönnen. Woo!